Salve und herzlich willkommen zu Let's Play Tetris. Mit mir, dem Hilfe Let's Play. Warum Tetris? Ausnahmsweise mal, weil mir doch letztens gesagt wurde, ich ein totaler Noob in Boss Hunter bin. Und ab jetzt werde ich auf meinem Kanal nur noch Tetris spielen. Jawohl. Da ich ja das doch recht gut kann, sollte das auch das einfachste sein in der Welt, ja. Ja, das ist zehnmal interessanter als Boss Hunter. Also, ganz im Ernst. Das ist ja Action auf 2000, wie auch over 9000 Versionen, ne? Ja, so Action, Mega, Power, Bash und jetzt dieses blaue voll rein, also diese geschaderten Effekte, das ist alles hier Hammer, ey. Das gelobt doch nicht, das ist Gaming Next Gen 4K HD Mega Bash. Jo, ja, wenn ihr euch wirklich gerade fragt, warum guckt ihr das euch an? Ich habe keine Ahnung. Diese Frage müsst ihr euch leider selbst beantworten. Denn das kann ich leider nicht tun. Und ich kann so einiges tun, denn ich bin YouTube-Partner. Ich habe YouTube-Partnerkräfte. Oh Gott. Ja. Deswegen sage ich euch offen und ehrlich, nein, das kann ich nicht euch beantworten, warum ihr jetzt euch diesen Scheißdreck reinzieht. Aber ich wollte etwas machen, was ich ganz gut kann. Und das ist leider eigentlich nur Tetris spielen. Also zumindest nicht mal gut kann ich das, sondern eigentlich nur halbwegs akzeptabel. Eben gut genug, dass ich vielleicht, wenn es hochkommt, noch bis Level 9 komme. Ja, wenn es gut läuft. Hahaha. Ich musste es sagen. Ich konnte mein fettes Maul nicht halten. Mann, bin ich blöd. Warum muss ich immer sagen, wenn es gut läuft? Wenn es gut läuft, dann funktioniert alles. Ja, aber wenn es dann nicht gut läuft. Well, you actually know my problem. Ich probiere jetzt mal hier sowas zu retten. Genau so. So. Genau so. Und jetzt so. Genau. Ich muss mir erstmal an die Steuerung hier eigentlich wieder ein bisschen gewöhnen. Das ist hier gerade nicht mehr so meine Generation Steuerung. Ich bin schon hier so mehr der hier richtig geile Steuerungsfetischist und da ist das doch ein bisschen, ja doch, grafisch und steuerungstechnisch doch etwas auf einem anderen Niveau, als ich das jetzt gewohnt bin. Nicht im Negativen, nein. Aber es ist eben doch eine leichte Umstellung für mich, der jetzt doch mehr so Wargaming gewohnt ist, dass ich ab jetzt nur noch Tetris spiele. ja. So, Moment, ich muss hier mal ganz kurz. Ja, so. Ja, so. Genau. So. Hier, genau, das da reinstecken. Oh ja. Oh ja. Also, das lange, harte Ding muss jetzt rechts rein. Genau, da unten. Ja, und da geht das Ding auch schon weg. Oh yeah. Was mache ich denn Scheiß? Oh Gott, was mache ich hier einen Müll? Och nö. Okay. Das sieht noch akzeptabel aus. Oh, das sieht aber mehr als akzeptabel aus. Das sieht sogar gut aus, alter Vater. So, wie mache ich das jetzt am blödesten? Ja, jetzt habe ich mir was verbaut, ne? Schön. Das zeigt wohl eindrucksvoll, wie man es am besten nicht machen sollte. Genau so nämlich. So, jetzt mal versuchen, mich mal wieder zu retten. War jetzt nicht die beste Idee, das Ding dahin zu pflanzen, ich weiß. War gar keine gute Idee, das Ding dahin zu pflanzen. Ich versuche jetzt mal hier irgendwie. Okay, das ist alles noch im grünen Bereich. Das sieht saugut aus. Ja, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, ich weiß. Dass gleich wieder irgendwas kommt, was mich tötet. Deswegen ja erstmal sau hier mein Game versaut. Übrigens, bei euch müsste die ganze Zeit im Hintergrund Tetris-Mucke laufen. YouTube macht's möglich. Ich sehe hier auch oben rechts immer schön, wie das läuft. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es nicht ruckelt oder so. Das wäre jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr ungünstig. Da ich immer so ein Fan bin von, naja, wenn etwas gut läuft und wenn etwas gut läuft, dann läuft etwas gut. Und gutes Laufen, das ist gut. Glaube ich. Ja, okay, wenn gerade gut läuft, T4 zu killen, dann ist das wohl nicht so gut. Aber trotzdem, grundsätzlich kann man sagen, wenn etwas gut läuft, dann ist das gut. So, Logik above 900, ja genau. So, ja, wie mache ich denn das jetzt? Ich würde sagen, das Ding hier links, das da rein, genau.
Ich könnte auch sowas machen wie, ja, genau da rein. Und jetzt genau an die Stelle, ja. Oh Gott. Allerdings soll ja dieses Let's Play durchaus jugendfrei sein, da das ja hier ein Tetris ist, in Anführungszeichen. Aha. Und deswegen, ja, versuche ich mich mit meinem absolut versorgten Commentary ein wenig zurückzuhalten. Ja, also wir sehen schon ungefähr, in welche Richtung das Niveau macht. Ich muss hier mal ganz kurz Pause drücken, denn ich wurde gerade gerufen. Wie kann ich hier kurz genauso? Und da sind wir auch schon wieder. Ich musste mal ganz kurz die Pizza in der Hand nehmen. Das ist immer ein bisschen ungünstig mit der Pizza. Super Idee. Tetris zocken und Pizza essen. So stellen sich die meisten Menschen YouTuber vor. Dem Klischee will ich natürlich alle Ehre machen. Deswegen gehört es sich für einen guten YouTuber immer nebenbei noch eine Pizza zu fressen, was das ganze Ambiente auch unglaublich untermalt, dass man ein komplett nerdiger, fetter Gamer ist. Genau das wollte ich sagen. Und da wir alle fettige, nerdige Gamer lieben, will ZW uns ja genau eigentlich deswegen die Let's Plays angucken, weil wir uns dann vorstellen können, wir wären was Besseres. Oh Gott, das hört sich an wie Gesellschaftskritik bei mir. Was bin ich denn geworden? So eine Gesellschaftshure oder was? Moment. Aber die Pizza ist lecker. Okay, ganz streng genommen ist das jetzt keine Pizza, in dem es nur auch so ein Pizza-Baguette-Ding. Schmecken tut alles trotzdem so gut. So. Okay, und wer sich schon mal gefragt hat, warum ich denn so gut bin, in Tetris bin, dem sage ich hier und jetzt, der soll sich gefälligst andere Fragen für sein Leben stellen. Nee, aber wer die Frage auch wirklich beantwortet haben will, muss ich ja mal dazu sagen. Ganz einfach, zockt einfach immer, wenn ihr irgendwas fresst oder esst, was ich irgendwie so hat. Immer, es ist ja hier ein Traum. Immer wenn ihr irgendwas esst, zockt nebenbei Tetris. Dann werdet ihr zwar saugut, aber wahrscheinlich auch so fett. Nee. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht sagen, zumindest damit nicht zum Ausdruck bringen, sondern eigentlich eher, dass Training, ja, für Tetris muss zumindest regelmäßig sein. Also, willst du gut in Tetris sein, musst du zocken, nicht allein, nimm die ganze Familie mit und bringen tut's dich trotzdem nie. Nein, das wäre es genau gewesen, oder? Nee, doch nicht, doch nicht. Jawohl, einwandfrei. Nicht einwandfrei, aber zumindest besser. Genau. Auch nicht besser. Gut. So, jetzt habe ich es eigentlich schon verhauen, weil jetzt brauche ich wieder einwandfrei. Einwandfrei? Was ist hier los? Leute, das ist ja ein Traum. So, ich muss übrigens hier jetzt gerade mich wirklich mal ein bisschen konzentrieren. Das ist ja unangenehm. Für mich, also so konzentrieren. Ja! Nein, okay. Okay. Okay, na, super. Ich würde sagen, das haben wir gekündigt, verhauen. Okay. Ich glaube, wir können noch eine Runde. Ha. So. Einwandfrei. Schön, die Salami noch mitgenommen, genau. So. Sagen, das Ding da rein. Das schiebt man hier rein. Das schiebt man hier rein. Wahnsinn. Ja, wie das für manche dann anhören muss. Das schiebst du hier rein. Ja. Ja. Ja.
kann mir vorstellen, wie die meisten meiner Kollegen sich schon fragen müssen. Hä, das schiebt er da rein. Haha, wie witzig. Meine Fresse. Aber nur zur Info, mir fällt sowas eher zweitrangig ein. Also macht euch keine Sorgen. Ne? Also. Genau. Frei. Da rein. Da rein. Da rein. Da rein. Einwandfrei. So, jetzt zum zweiten Pizza-Baguette. Oh, lecker. Also, es ist ein wirklich gutes Baguette. Ja, versteht er, das ist ein wirklich guter Burger. Und wer jetzt die Anspielungen verstanden hat, kann mir gerne mal in die Kommentare schreiben, auf welchen Film ich jetzt angespielt habe. Zu gewinnen gibt es wie immer nichts. ja. Das ist leider wirklich wahr, ich bin gerade arm. So. Na, wie mache ich das jetzt? Ich würde sagen so, ne? Genau, machen wir das nämlich hier rein. Ja, ich weiß, aber wenn eben gerade nichts Gutes kommt, kann ich auch nichts machen, ne? Ist halt so. So, jetzt können wir nämlich den hier machen. Dann ist das Problem auch fast wieder gelöst. Auch nicht. Moment. Machst du mal ein Spaghettibeilchen? Machen wir mal so. Genau. Jetzt kommt den hier rein. Das dahin und einmal frei. Weil wir sowas gar nicht wollen. Aber sowas nur zu gern. Machen wir so. Ah. Okay. So. 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 Moment. Lecker. Ach, lecker, ey. Nee. Moment. Oh, das ist gut. Oh, nein, nein. Also ich sollte das öfter mal machen, so voll beim Essen einfach mal das Play aufnehmen. Verstehen doch bestimmt alle super, was ich denen vermitteln will. So. Genau, das da rein. Oh, ich habe ja noch drei. Hahaha. Ha, ha. Das ist so gut. So. Ernsthaft, nee, das machen wir so. Machen wir so. Was behaupten, das machen wir so. Stimmt, das können wir aber eigentlich auch so machen. Da haben wir nämlich Sau selbst verbaut, ja, einmal frei. Ja, einmal frei. Ich meine so rein. Genau. Genau. Oh. Ah, sorry. So. So. Schon wieder so eine scheiß Konstellation.
So, perfekt. Einmal frei, sag mal, das ist auch super gerettet. Ich würde sagen, wir spielen mal ein bisschen auf Speed. Mir geht es hier langsam ein bisschen zu lahm. So. So. Da ist keiner. Einwandfrei. Lecker. Einfach nur lecker. Und so genießt man Pizza. Merkt es euch. Wird demnächst abgefragt, wie man genießt man eine Pizza, ja. Verzeihung, sind ja Pizza Baguettes. So. 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 Einwandfrei. Ich habe genau nichts da, wo ich es haben will. Dümmste Art und Weise, was zu machen. Ja, genau. Oh Gott. Was mach ich denn? Einwandfrei. Super klar. Super, super. Total. Wahnsinn. Kann man eigentlich auch vergessen? Ich würde sagen, das war's mit mir. Vielen Dank fürs Zuschauen zu Let's Play Tetris. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Mein Magen... Oh, Scheiße. wie cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch bitte eine Bewertung da. Ich freue mich immer über sowas. Ansonsten bis zum nächsten Mal zu Let's Play Tetris. Falls ihr denn mehr Parts sehen wollt, dann bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich natürlich immer freuen, wenn mir jemand schreibt, ich soll doch bitte mehr Tetris aufnehmen und nebenbei irgendwelche ungesunden Nahrungsmittel konsumieren. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Bald gibt es auch wieder War Thunder. Keine Sorge, ich muss nur gerade irgendein Problem lösen, das die ganze Zeit lackt. Und nervt. So. Ich merke hier, ich habe genau keinen Zeitunterschied. Das ist einwandfrei. Das heißt, es wird absolut synchron. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit mir, hier für Let's Play. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.